Aber dem müsste auch noch irgendwas hinzugefügt werden, dass man halt den Reiz hat, den auch zu spielen. Ja, ne? Ich meine, Willow, voll die Blume. Ich sag Raptor, nur, du kannst damit springen und ist auch recht schnell. Jedes Tier hat außer halt, wie ist der kleine? Weiß nicht. Irgend so ein kleines Tier, das eigentlich nur zum Essen gemacht wurde. So auf zwei Beinen, Drio. So ein Pflanzenfresser. Drio, genau. Drio. Ja, Drio. Den finde ich aber irgendwie niedlich, den Drio. Der ist so, der ist irgendwie knuffig. Aber der hat nicht wirklich so... Ne? Ich möchte gerne mal sehen, wie groß der Drio als Hatchling ist. Boah, den habe ich gestern als Hatchling gesehen. Nein, echt? Warte, das war ein... Das war ein normales... Ein Hauch von nichts. Nicht existent. So ein kleiner Flo. Ja. Du hast so einen ganz kleinen Drio, so als Para, hinten drauf sitzen, so auf dem Schulterblatt. Das sieht wie voll niedlich aus. Mhm. Ist der Weg neu? Oh, ich bin gespannt, wenn die Flüsse reinkommen. Oh, das wird so gut. Boah, das ist gut. Ich hoffe wirklich sehr, dass man daraus trinken kann. Weil, ja, bestimmt, das wäre sonst echt böse. Kannst du ja auch nicht trinken. Nee, aber Flüsse sind ja Süßwasser. Also ja, eigentlich müsste man draus trinken können. Eigentlich. Aber du kennst ihn nicht. Hä? Nein. Hast du das gerade gehört? Als du gerannt bist, das klang wie Wasser. Hörst du das? Wir rennen durch Wasser. Lol, das ist schon... Also könnte man theoretisch sagen, das Wasser ist sogar schon unten drunter. Nur die haben das noch nicht vertieft. Also... Lol. Okay. Wir laufen quasi über Wasser. Also das ist sogar schon drin. Das ist halt derselbe, nur als Schlammsound oder so. Nee, das ist Wasser. Das ist safe Wasser. Meinst du? Ja. Schlamm klingt doch anders. Nicht so platsch. Ja. Wo ist denn der eine Stein? Der ist da. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Das sieht so voll gechillt aus. Wenn du von hinten guckst und der Kopf geht beim Rennen so zack, 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 zack. Oh mein Gott. Das sieht voll gut aus. Als ob der gerade irgendwie so Kopfhörer und Ohren hat und so Musik hört nebenbei. Warte, das ist der komische eine. Ja, da war ja auch noch ein Tümpel. Da war ja auch irgendwie ein See. Meinst du, den kennen die schon? Also unseren Geheimsee, den kennen sie nicht. Das ist aber nicht der hier. Ja. Der ist okay, ja, wir haben auch recht viele Seen gefunden. Ja, wir haben so viele Seen gefunden, ne? Mit Raptor auf Erkundungstor. War mega lustig. Aber ich glaube, der wird sowieso schnell bekannt. Ich meine, es ist ein hoher stehender Felsen. Der hier ja, aber der andere nicht. Der ganz kleine Tümpel. Ja. Den haben wir unter nur durch Zufall gefunden. Ja, das stimmt. Geht zu. So. Und was hast du denn alles jetzt in Space Engineer? Ich kann dieses Wort immer noch nicht aussprechen. Space du Engineers. Du weißt, was ich meine. Meinst du Space Engineers? Eventuell, ja. Eventuell. Ja, wir haben jetzt schon einiges geschafft. Wir haben auch ziemlich krass vorproduziert, leider. Bei dir kann ich es mir auch schon denken. Der erste Satellit ist auch im Orbit und so. Das große Hauptschiff von mir ist auch schon gestartet. Das ist alles noch gar nicht gesehen gewesen in den Folgen bis jetzt. Ich hau ihn. Ich krieg. Nein, hat er nicht gemacht. Ich muss nach der Folge gleich mal jemanden anschreiben. Okay. Ja. Kriegt auf den Deckel. Ich will auch. Gemeinheit. Wieso darf der schon spielen? Ich nicht. Entschuldigung, falsche Taste. Oh. Lol, ich dachte, ich habe das einfach gar nicht gehört, aber bist du wieder reingetappt? Nein. Ich bin nur auf die Maus gekommen. Achso. Ich dachte, ich hätte einfach irgendeinen Fleischfresser gehört. Nein, das war ich, entschuldige. Geht die Sonne schon wieder unter? Hä? Ist gerade Tag geworden. Oder waren wir echt so lahmarschig im Laufen? Nee, gar nicht. Wo ist denn der See? Da müsste hier oben bei dem Stein, dahinter. Dahinter war der doch, ne? Hier dahinter war der doch, oder ne?
Ja, dahinter. Oh, ich will keine Nachtsicht anmachen, oh, bitte nicht. Ja, noch kannst du da an und auslassen. Aber nicht mehr lange. So, dahinter war das, ne? Lass uns schnell den See kommen und dann. Irgendwo hier. Warte, ich schnüffel mal. Der war hier irgendwo. Da ist ein Busch, aber. Hier ist auch ein Busch. Hä, wo ist der? Der war doch hier, haben wir wieder geändert. Nein, ich glaub nicht. Boah, wie viele Büsche sind hier eigentlich? Sind wir dem vorbeigelaufen? Ich meine, ich würde es uns zutrauen, dass wir dem einfach vorbeigelaufen sind. Ja. Der war eigentlich direkt bei dem einen Stein, dachte ich. War er davor? Nee. Der war doch auf der war doch auf der Rückseite, oder nicht? Ja. Aber ich glaube, der war ein bisschen schräg. Also sprich hier irgendwie. Such du mal da drüben, ich suche hier drüben. Ja. Hier findet dann ihn. Dann werden wir alle. Hier ist er, hier, oh, hab ihn. Super. I'm on the way. Ja, hab ihn. Da, und voll. Toll. Nicht aufstehen. Wo ist hier mal noch was zu essen? Ah, hier drüben. Komm gleich wieder. Ich muss ins Essen gehen. Ja. Der versucht weiter zu essen, aber dann merkt der Busch es mehr. Der andere See, den du meintest, der müsste irgendwo da drüben sein. Können wir gucken, ob wir den finden. Schreck. Ja, irgendwo so jetzt hier gerade hin, ne? Irgendwie. Schauen wir mal, ob wir den finden. Ja. Der war auf einer Anhörung, ne? Irgendwo hier vorne. Da haben wir das Zufall gesehen gehabt mit dem Delos. Da waren ja mit den Dinos und so. Und ich hatte wieder mal einen Beinbruch. Vor Panik, also wir sind weggerannt, weil da auf immer was war direkt neben uns. Und ich bin runtergefallen, bin noch 20 Meter weitergelaufen, habe mich noch hingesetzt und dann kam erst der Beinbruch. Das war sehr praktisch. Ja. Ey, wenn der Ausdruck irgendwann reinkommt, ne? Dann machst du noch knack, knack, knack. Ich krieg ja noch 5 Sekunden den Beinbruch. Man könnte einen Sound erstellen, so auf den könnte man machen. Darf man nicht. Beim Ausdruck könnte ich mir vorstellen, einen Counter oder so einzubasteln. Wie oft habe ich meinen Bruch bekommen? Ich hoffe, das wird sich lohnen. Eieiei. Es wird schon wieder dunkel, ey. Es wird schon wieder dunkel. Ich trinke mal einen Schluck nebenbei. Ich muss ja sagen, ich hätte jetzt schon irgendwie Lust auf Dilo. Nur wie machen wir das? Ich habe auch richtig Lust auf Dilo. Bei diesem See hier hinten, ne? Bei diesem See hinter uns. Wollen wir uns da sterben lassen und als Dilo wiederkommen? Und wie wollen wir uns aber gegenseitig töten? Naja, ich kann die von, also wir können nur ihn jetzt killen und je nachdem, die wiederkommt von uns, die killt dann die andere noch. Ja. Wir können auch zu dem Geheimsee gehen, aber dann sehen es alle. Aber irgendwann sehen es eh alle. Ich meine,
Meinst du? Ich weiß es nicht, ne? Ich meine, wann sie es entdecken. Wie viele spielen denn schon beim Zuschauen da ein? Oh, lustigerweise 3-4 schon. Und 3-4 würden es gar nicht spielen. Oder wollen es mal auch spielen? Ja, dann lass ihn, oder? Wollen wir da hingehen? Ach komm. Wir zeigen euch jetzt einen brandneuen See. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt einen brandneuen See. Das Problem ist, es wird Nacht. Wir sehen gleich den See nicht mehr. Ja, das wollen wir. Wenn es anfängt zu regnen, haben wir sowieso. Das Problem ist, ob wir den jetzt finden bei Nacht. Wollen wir erst nochmal bei dem See hier die Nacht verbringen und dann bei Tag den neuen See suchen, wo wir dann unsere Delos wieder anfangen. Der war hier irgendwo hier vorne, oder nicht? Der Stein ist hier links von uns, also muss der irgendwo hier gewesen sein. Gerade hin. Hoffe ich zumindest. Man kann den nicht stoppen. Nee, den nicht. Der ist irgendwo hier vorne. Ach, weil der auf einer Anhörung ist, der ist hier. Ich kann schon wieder kaum was sehen. Ah, da, ich sehe den. Ich muss schon wieder Nachtsicht anmachen. Dann lass uns die Nacht hier verbringen. Hast du ein paar interessante Themen, über die wir reden können? Ich setz mich so hin. Warte, ich mach nur Gegenstand. Nee, bleib hier sitzen. Ich mach so hin. So. Ja, wenn jemand Gesprächsgruppe durchrennt, ist es eh egal. Ja. Ich weiß nicht. Ich hab mir Flucht der Karibik, die Collector's Edition, also die Collector's Edition, die... Sag mal, wollten wir uns... anschauen? Den wollten wir uns anschauen, du warst dann im Urlaub auf einmal. Ah, ja, stimmt. Ich habe mir eine komplette DVD-Box geholt, wo alle 5 Teile drin sind. Auch der letzte, jetzt der neueste, ist da mit drin. Ist schon traurig und schön, ne? Es ist. Nein, das Traurige daran ist, dass es schon 5 Teile gibt. Und du hast noch nicht einen gesehen. Ich nicht mal einen Teil gesehen habe. Das ist schon, ne? Also, das ist ein Defizit, ja? Das ist traurig. Wie kann man denn nicht mit Jack Sparrow aufwachsen, ja? Gut, das ist nicht unbedingt ein Vorbild, aber... Man sollte es... Okay. Ich weiß auf jeden Fall, wen du meinst. Wenn du ihn dann gesehen hast, dann weißt du, warum ich das gesagt habe. Vertrau mir. Okay. Boah, ich habe mich gerade anders hingesetzt. Mein eines Bein hat einfach mal 3-mal hintereinander geknackt. Au. Oh. Du wirst alt, ne? Ja, 16 jetzt, bald 17. Oh. In 9 Tagen werde ich 17. Oha, in 9 Tagen? Aha. Nicht mehr lang. Nee. Oder bin ich... Nee, in 9 Tagen. Erstmal kurz überlegen. Oh, schön. Wann bin ich geboren? Was lustig ist... Am Sonntag hast du da Geburtstag. Aha. Hast du da am Sonntag Geburtstag? Ja. Nein. 9 so. Tage? Doch, müssen wir hinkommen, oder nicht? Ja. Sonntag, der 9. Ich bin, gut. Oder nicht? Nee, das war's einfach. Was ist richtig oder was nicht richtig jetzt? Was, glaube ich, richtig? Am 9. Ich Sonntag. Immer, es war am 9., ne? Am 8. Dann sind es nicht 9 Tage. Sind es 8 Tage. Doch. Am 8., dann ist es ein Samstag. Warte, Sekunde. Moment. Aber mit dem Tag noch dazu gerichtet. Mit dem heute? Ja, gut. Siehst du. Am 8.9., ja. Am 8.9. Ist also ein Samstag, ja. Alter. Läuft bei mir, ne? Jetzt überlege ich schon, ob ich dir irgendwas schenken kann. Was ich dir schenken könnte. Kein Plan. Verdammt. Wäre Biso Vermudas draußen, könnte ich sagen, hier kommt Biso Vermudas, bitteschön. Oh Gott sei Dank, ey. Was ich jedenfalls noch erzählen wollte, ne? Was denn? Erzählen? Einen alten Klassenkameraden, der hat zufälligerweise am selben Tag wie ich Geburtstag. Mhm. Keine Ahnung, der ist irgendwie komplett, ich weiß nicht, was bei dem schief gegangen ist, aber
So gut. Nein, nee, nein, jetzt ernsthaft. Wir waren befreundet auf einer komischen Art und Weise. Okay. Und zwar, dass er immer wollte, dass ich zu seinen Freunden mitkomme, auf so ein Skater-irgendwas-Park oder so. Mhm. Bin ich halt freundlicherweise hingegangen, weil ich dachte, ich habe eh nichts zu tun. Mhm. Passt schon wieder. Bin ich dort angekommen, meint er mich auf übelste Weise immer beleidigen zu müssen. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Bin ich dann gegangen? Das wollte er dann nicht? Hä? Komplett. Weiß ich nicht. Okay, komplett durch. Alles klar. Ja. Das ist echt, ne? Ah, nee. Ich hab da schon. Ich bin froh, dass ich eine neue Klasse habe, also. Ich muss sagen, also, meine Schulzeit ist ja nur schon lange her. Ist auch gut so. Ich könnte mir nicht vorstellen, heutzutage nochmal in die Schule irgendwie, also heute nochmal 16 sein, nochmal in die Schule gehen. Ich möchte da echt nicht tauschen. Gar nicht. Man hat, es gibt ja immer so verschiedene Gruppierungen in der Schule. Ja. Es gibt immer so die coolen Kids, es gibt die Sportler. Oh, ja. Es gibt die Noobs. Gibt es das immer noch? Ist es immer noch so, dass man so... Ja, das war in meiner alten Klasse. Es gibt die Mobber, es gibt die Gemobbten, es gibt die... Keine Ahnung, da gibt es ja sehr viel. Das ist immer noch so heute. Alles klar. Die Coolen, die Verrückten, die Außenseiter, die Zweigespalteten. Also, ne, einmal cool, einmal nicht so cool. Wie ich mich bei Außenseiter automatisch melde. Aber es gab keine Mobber, das fand ich... Mobber gab es nicht? In meiner jetzigen Klasse ist es so, kein Schubladenleben generell, wir verstehen uns alle gut. Das ist schön, das ist echt schön. Aber es ist sozusagen die eine Hälfte, also die Hälfte der Klasse ist befreundet, die andere Hälfte ist befreundet. Aber zusammen nicht so wirklich was außerhalb der Schule. Ne? Ja, also nur innerhalb des Schulgeländes. Ansonsten, ja. Ja. Ja, das ist ja okay. Das ist besser als meine alte. Bei uns war das damals so, also die coolen Kids waren gleichzeitig auch eigentlich die Mobber. Die haben dann alle irgendwie immer gemobbt halt, die anders waren als sie. Also, ja, das war ein und dasselbe bei mir in der Klasse damals. Oh nee, schrecklich. Ganz schlimme Erinnerung. Die coolen in Wirklichkeit sind die, die nicht mobben, sondern halt wirklich anderen helfen. Ja. Das sind die. Das Problem ist, bei zu wenig Gehirnzellen sehen die das nicht. Das ist. Ja, das kann man denen auch nicht klar machen. Ne? Nein. Ja, das Einzige, was die dann in ihrem Kopf so stehen haben, ist so: ey, du Opfer. Und, ja, mehr kriegst du da nicht rein. Oh, wie das ich dieses so, Wort. Oh, das ist so dämlich. Das geht so gar nicht. Das ist ganz schlimm. Sag jetzt nichts gegen die Sprache. Ich mag sie. Aber ich habe das Wort so oft gehört bei Leuten, wo ich mir denke, nein. Und zwar dieses Walla, wenn du das kennst. Ne? Nee, habe ich nicht gehört. Kenne ich nicht. Das sagen immer so, Walla, ey, du Spast. What the fuck? Ich hasse dieses Wort seitdem. Habe ich noch nie gehört. Das ist dieses Ghetto-Deutsch, dieses coole Kids-Deutsch. Ja, ich hasse es. Oh, das geht so kaum. Das Lustige ist, die Leute, die so reden, die denken nur so, ey, ich bin so cool, ja. Und das Lustige ist, wenn du da daneben stehst, denkst du dann einfach auch, ihr seid so doof, Leute, ihr seid unterste Schublade. Wisst ihr das eigentlich? Das geht so gar nicht. Einfach gut. Oh, schrecklich. Hey, es wird hell. Echt? Schwupp? Es wird gar nicht hell. Ja. Voll gelogen. Das sind Polarlichter, es wird nicht hell. Echt? Ja. Oh. Menno. Aber wir sind, denke ich, fast über dem Berg. Wo ist der Mond? Hey, wo ist der? Der Mond ist schon über uns. Also, oh mein Gott. Was denn? Wie gut. Ich bin gerade am Trinken. Du bist so ganz nah rangezoomt bei mir, ne? Mit dem Kopf. Und du so voll, als hättest du voll in Genickschaden oder so. Alter, der Mond ist direkt über uns. Also, wir haben es fast geschafft. Es ist gar nicht mal so nah. Trinkanimation. Hochgehen, runter. Ja, hoch. Ist echt schön. Einfach mit dem Kopf unten bleiben. Das ist schön. Ah, ja.
Diese heutige Jugend ist so schlimm. Ja, es ist echt schrecklich teilweise. Ich habe ja auch so ein paar Kinder von meiner Wohnung laufen, ne? Die denken, sie wären erwachsener als ich. Mhm. Dann denke ich mir so, okay, müssen mich mit einem Fußball abschießen, weil sie denken, ja, ich beeindrucke meine Freundin damit. Das Lustige ist... Aber gut,